Oh Leute, das ist so riesengroß. Hier haben wir jetzt ein halbes Backhändel, Leute, mit Gurken, Kartoffelsalat. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade mit dem ICE hier in München angekommen und wir laufen gerade zum größten Volksfest der Welt, nämlich dem Oktoberfest. Hier sogar richtig auf der Straße unten befinden sich immer solche Dinger, damit man immer schön weiß, wo man lang muss. Ne? Also geradeaus geht's weiter. Entsprechend habe ich mich natürlich auch gekleidet fürs Oktoberfest. Ne? Eine schöne Tracht, Spaß Leute, sowas habe ich nicht. So, das erste Mal, dass ich da bin, ich habe eben noch gelesen, durchschnittlich 400.000 Besucher pro Tag circa. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist, wie gesagt, das größte Volksfest der Welt. Alle da sitzen in Zelten auf Biergarnituren. Ich bin so gespannt, wie es werden wird. Soll natürlich auch sehr teuer sein, aber die Preise checken wir ab. Ich bin gespannt. Viele auch schon in Trachten oder Döndel hier unterwegs. Wenn man sich das jetzt mal so überlegt, 400.000 Menschen. Ich komme aus Kassel. Das heißt, die komplette Stadt ist hier jeden Tag zweimal über drei Wochen verteilt. Hier kann man auf den letzten Drücker sich noch eindecken. Wiesen-Outlet. Hier ist die St. Paul-Kirche am Eingang zu den Theresienwiesen. Da hinten Kutsche mit 6 Pferden, Paulaner, krass, und hier mit richtig vielen Bierfässern. Jawohl, da kommen die nächsten. Ey, das sieht so krass aus. Guckt euch mal die Pferde an, wie heftig die aussehen. Der guckt sogar hier, der will ins Internet, der Kollege. Boah, Hofbräu, HB München. Boah, Leute, das Ding ist hoch. Unser Eingang war hier beim Rummelbereich. Wie ihr seht, hier ist ganz normal so eine riesige Kirmes, kann man schon fast sagen. Gerade bei dem Stand da hinten habe ich gesehen, Crepe mit Nutella kostet 6 Euro. Ich bin ehrlich, das ist okay. Bei uns in Kassel bei einem ganz normalen Weihnachtsmarkt 5 Euro. Hier ist eine riesengroße Geisterbahn, Geisterpalast. Hier sind schon die ersten Zelte hier. Lass dir raten, trinke Spaten, finde ich einen guten Spruch. Ganz da hinten ist Hofbräu-Festzelt. Leute, hier ist ein Brezelstand. Da kostet die Käsebrezel 5 Euro und die normale Brezel 3,50 Euro. Also ich bin ehrlich zu euch, wir sind in München, da sind die Sachen eh ein bisschen teurer. Völlig okaye Preise. Ich glaube, die teuren Preise sind dann in den Zelten, die ich eben gezeigt hatte. Da kostet es dann wirklich, da muss man richtig zulangen. Die Alpiner Bahn gibt alles. Ich glaube, von da oben hat man einen richtig coolen Blick auf das gesamte Oktoberfest, weil das erstreckt sich ja hier in die Richtung. Hier ist jetzt nochmal ein Stand mit fränkischer Bratwurst, da seht ihr es. Die Preise, Rostbratwürstel 5 Euro, Rinderbratwurst 6,50, da kann man wirklich nicht meckern. Hier ist jetzt diese Rostbratwürstel für 5 Euro, drei Stück auf einem Brötchen, das Brötchen schön weich. Ja, schmeckt gut, ist okay. Also die Fahrgeschäfte sind hier teilweise wirklich krass, auch künstlerisch, sag ich mal. Richtige Kunstwerke. Oh, hier, das wusste ich gar nicht. Kupflers Weinzelt. Also es ist hier nicht nur was für Bierliebhaber, auch als alter Weinverköstiger wird man hier fündig. Jawohl, Kaffee Kaiserschmarrn. Also das meine ich damit. Ne? Das ist wirklich eine künstlerische Meisterleistung hier. Da oben dreht sich einfach eine Maß beim Paulaner-Zelt. Leute, hier entstehen die besten Geschichten. Geschichten aus dem Paulanergarten. Hier seht ihr die berühmte Bavaria-Statue. Aber wenn es nach mir geht, könnt ihr die auch mal wieder eine Reinigung vertragen. Polizei hat hier sogar so ein eigenes großes Gebäude. Ist aber auch irgendwo logisch, weil ich meine, das Oktoberfest an sich ist ja quasi eine Großstadt. Jeden Tag aufs Neue hier. Hier, wenn man da in diese Bude reinlunzt, dann sieht man da gerade mehrere tausend Euro an Spießen hängen. Hier seht ihr mal so ein Zelt von vorne hier. Da wird sich auch richtig Mühe gegeben. Meistens sind eigentlich ja keine Zelte mehr, das sind schon richtige Häuser. Poschners, die Hühner- und Entenbraterei, da kostet das halbe Händel 13,50 Euro. Also ich habe da viel höhere Preise gehört, die sind wahrscheinlich in den Zelten dann, aber 13,50 Euro, natürlich ist das viel, aber hier sind ja auch 400.000 Menschen auf einem Fleck und so, da ist das normal. Hier ist jetzt das Hacker oder bayerisch auch Hocker-Festzelt, wo wir jetzt reingehen. Bin ich mal gespannt, Leute, das erste Mal, dass ich so ein Oktoberfestzelt betrete. Ah, hier gibt es direkt Feinkost. Oh ja, hier sind die Preise. Brezel 7,30 Euro. Jawohl, hier sind die Mass. Feinste Mass. Boah, Leute, das ist so riesengroß. Boah, guckt euch mal hier diesen Himmel an, der extra gemacht wurde. Leute, aber denkt dran, ne? Auf dem Oktoberfest trinkt man das Bier bitte immer nur in Maßen. Hier ist eine Mass, also die habe ich gerade frisch bekommen. Ist aber, ja, ganz schön geizig hier. 15,10 Euro kostet der Liter hier. Ich habe das Gefühl, manchmal zerstört Social Media auch unsere Sicht der Welt. Wiesenhändel im Zelt,
16,50 Euro. Ich habe überall gehört 26 Euro. Wie? Ich sehe hier 16,50. Die Leute zeigen immer nur das Extreme, wahrscheinlich im teuersten Zelt. Wie schmeckt Brezel hier im Festzelt? 7 von 10. Jawohl, hier ist eine neue Ladung Mastgläser. Boah, hier Spatenbräu hat aber hier vorne so Ochsenbraterei, wo einfach so ein Ochse über dem Feuer da gegrillt wird. Krass. Lecker Schmecker. Jawohl, der hat gerade alles gegeben. Wer da drinnen wohnt, hat natürlich jetzt hier einen richtig schönen Ausblick. Hier aufs ganze Fest. Hier seht ihr jetzt auch mal den Haupteingang von innen. Deswegen steht er auch auf Wiedersehen. Aber so sieht das Ganze aus. Hier wird man so in Empfang genommen. Augustinerammer, erste und größte Geflügelbraterei der Welt. Krass. Als nächstes geht es jetzt hier ins Hofbräuzelt. Mal sehen, wie es dort drinnen aussieht. Wir haben hier auf jeden Fall eine schöne Krone oben. Boah, das ist schon eher klassisch gehalten, aber auch wunderschön. Boah, da in der Mitte. Mittlerweile ist um 14 Uhr, da ist mehr los. Hier ist jetzt das zweite Hofbräu München. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Also das schmeckt wirklich top. Kostet 14,95, also ein bisschen billiger als Hacker. Ein Leben ohne Bier ist möglich, aber sinnlos. Wenn man hier in so einem Zelt sitzt, dann laufen auch zwischendurch die ganze Zeit so Verkäufer an einem vorbei, die verschiedensten Sachen anbieten. Ähnlich wie jetzt am Strand oder so, der typische Helmut. Und das finde ich echt interessant, das habe ich gar nicht gedacht. Da seht ihr jetzt zum Beispiel einen Verkäufer, der einfach mit T-Shirts hier durchs Zelt läuft. Da kommt auch wieder einer hier mit so einem Bauchladen. So, wer von euch hat den Film abgesehen? Hier werden die Hähnchen gebraten, Leute. 16,90 Euro kostet hier ein halbes, habe ich gesehen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dschungelcamp haben wir hier rechts. Hier rechts befinden sich jetzt die Eudewiesen. Die kosten nochmal 4 Euro Zusatzeintritt. Weil das Oktoberfest an sich ist kostenlos so, aber diese Eudewiesen kosten eben 4 Euro. Die sind quasi das Oktoberfest so, wie es vor etlichen Jahren war. Also die alten Wiesen so. Und da gibt es zum Beispiel, da hinten seht ihr das Museumszelt und so verschiedenste alte Attraktionen, die es heute gar nicht mehr gibt. Das wurde zum 200. Jubiläum eingeführt. Hier seht ihr die Eintrittskarten, das sind quasi so Armbänder, die macht man sich dann um den Arm, 4 Euro. Aber man muss sich das hier selber um den Arm wickeln, das heißt, selbst da werden die Personalkosten gespart. Hier seht ihr es, Eudewiesen, grüß Gott. Danke Mutter Erde, Erde. Festzelt-Tradition, das ist hier auf den Eudewiesen immer noch. Und hier seht ihr das Ganze so, sahen also früher ungefähr die Festzelte auf dem Oktoberfest aus. Und hier ist jetzt das Museumszelt, von dem ich auch erzählt hatte. Hier ist in dem Museumszelt einfach ein Karussell drin. Und ansonsten auch wieder ganz normal ein Zelt, wo man seine Maß trinken kann. Oh, aber da seht ihr, die Maß werden hier in solchen Dingern serviert. Gerrit Morisch und Do. Oh, hier die Figuren bewegen sich sogar. Da hinten seht ihr King Kong. Keine Ahnung, ob es King Kong ist, aber der bewegt sich. Ah, ist sogar wirklich King Kong. Hier, der Kollege. Ja. Moin Meister, hast du Hunger? Oha Leute, wir sind hier in diesem Museumszelt. Aber das hier hat nichts mit Vergangenheit zu tun. Hier ist so eine Waschmaschine. Seht ihr das? Krass. Hier ist jetzt so eine Galerie mit allen offiziellen Oktoberfest-Plakaten. Also ihr seht dann jedes einzelne Jahr hier 1983, 84, 85, das war das 175-Jahres-Special. Hier Autoscooter von vor fast 70 Jahren, 1956 Leute, in 2 Jahren sind 70 Jahre her. Hier ist jetzt ein 100 Jahre altes oder über 100 Jahre altes Karussell. Leute, es geht los, wir sind auf dem Karussell und drehen uns. Oh yeah! Die Fahrt kostet 1,50 Euro, da kann man wirklich nicht meckern. Hier seht ihr auch überall die historischen Fahrgeschäfte. Calypso, eins der ältesten. Alles alte Fahrgeschäfte, die so schon sehr lange hier auf den Wiesen vertreten sind. Hier ist jetzt Autoscooter, Leute, von 1928. Wir haben uns hier ein Ticket geholt, 1,50 Euro. Oh, hier auf den Eudewiesen Biohändel habe ich gerade die Preisliste gesehen, 24,50 Euro. Also teilweise stimmen die Preise schon, aber
Es geht auch günstiger. Oh, jetzt wird's voller, Leute. Hier ist ja richtig voll langsam. Wir gehen jetzt hier in Münchner Stuben, da gibt's halbe Händel. Hier ist der Münchner Stuben von innen, Leute. Hier haben wir jetzt ein halbes Backhändel, Leute, mit Gurken-Kartoffelsalat. Heute im Angebot donnerstags für 12,90 Euro. Man muss aber auch ein Bierchen nehmen. So, Besteck haben wir gerade auch bekommen. Ich esse das jetzt erstmal und dann sage ich euch draußen, wie es geschmeckt hat, weil hier ist zu laut. Dann kann ich an dieser Stelle nur noch sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns wieder, Freunde. Haut rein.